Hallo zusammen, salve a tutti. Ich habe den Abitursball meiner Tochter überlebt und sie auch, denn sie musste nicht mit mir tanzen. Dann habe ich da einen alten Weggefährten getroffen, kennt ihr vielleicht, Joachim Lambi. Der macht da dieses Let's Dance im Fernsehen. Und der war aber, das wissen die wenigsten, der war früher auch an der Börse, also den kenne ich auch schon ein paar Jahre. Und der hatte sowas Ähnliches wie ich. Hat gesagt, Christian, musst doch mit rechnen, dass du deinen Rippen, das dauert noch 5, 6 Wochen. Bevor du deinen Arm mal sinnvoll heben kannst. Na ja, gut, 3 Wochen sind rum. Ich sehe da keine Besserung, aber es ist nervig hoch 3. Dann habe ich meiner Tochter vorgeschlagen, weißt du was, dann tanzt halt nicht mit mir, dann tanzt halt mit dem Lambi. So schnell habe ich die noch nie von hinten gesehen. Ich musste so lachen. Na ja, gut, wie auch immer, ich bin stolzer Papa einer Tochter, die auf einer sehr schweren Schule, das ist so eine europäische Schule, ein 1-0er Abi hingelegt hat mit allen möglichen Auszeichnungen, unter anderem sowas wie Nominierung zum Stipendium der, oh Gott, wie hieß das, Stiftung des deutschen Volkes. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also das Erbgut ist sinnvoll angelegt, mal schauen, was sich da noch alles durchgemändelt hat. Gucken wir uns das mal an. So, jetzt kommen wir zum DAX. Vor euch ist der Wochenchart. Also ihr hört hier die Stimme des weltbesten Volatilitätsindikators. Es gibt nichts Besseres, wenn ich nicht da bin. Ich sage es immer wieder, dann boxt der Papst im Kettenhemd. Und es ist immer das Gleiche, da kann man wirklich was drauf geben. Wenn ich nicht da bin, dann geht's hier ab. Sehr ärgerlich, muss ich schon sagen, aber gut, damit muss ich durch. Aber den Titel, den nehme ich mir jetzt mal. Weltbester Indikator für steigende Volatilität. Der Wochenchart. Es gibt hier 2 Linien, die ich eingezeichnet habe. Auf die komme ich gleich noch beim Tageschart. Wichtig ist vor allen Dingen die hier unten, die schon mal merken, da sind wir, das ist das Gap vom Ende der Woche vom 20.03. Und das ist, wo ist jetzt meine Brille, das ist bei 14.957 und verbindet sich da sehr schön mit dem unteren Wochenband. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier ist alles negativ. Wir haben diese 15.620 gebrochen, auch wenn wir zum Freitagabend hin dann nochmal ein bisschen drüber gelaufen sind. Nur bitte diesen Punkt hier schon mal merken. 14.957. Jetzt geht die Stimme schon wieder weg. So, auf den Tag geschaut. Dieser Trend hier hat seine Schuldigkeit getan. Wir sind runter und dann sind wir wieder ziemlich genau, ich könnte ihn jetzt hier verlängern, aber das muss nicht sein, ziemlich genau wieder dran gelaufen. Das war am 3.7. so bei 16.209 drangelaufen, abgefedert runter. Der hat seine Schuldigkeit getan. Den kann ich rausnehmen. Brauche ich nicht mehr. Was fällt mir auf? Die Bänder gehen auf. Muss auch. Heftige Bewegung. Das war, glaube ich, am Donnerstag. Ja, müsste am Donnerstag gewesen sein. Ich habe am Mittwoch das NTV-Interview gegeben. Und das steht jetzt also auch bei NTV unter Börse. Und dann heißt es, NTV-Zertifikate steht es drin. Das habe ich zusammen gemacht mit dem Patrick Kesselhut. Der erzählte auch noch so ein bisschen was über Inliner, so ein Korridorschein und wie auch immer. Hat er gut gemacht. Der kann das sehr schön erklären. Hat Spaß gemacht. So, und jetzt komme ich zu diesen beiden Linien hier. Zum einen haben wir hier vom 29.03. noch ein Gap bei 15.328. Das muss man wissen, dass es da ist. Und das ist diese Wochenlinie, die ich eben ansprach. Bei der 14.957, das ist noch ein Gap, das kommt von hier hinten. Da sind wir also am 24.03. 14.957. Und das verbindet sich, auf Wochensicht war das das untere Band, und das verbindet sich hier aber auch ganz gut mit der noch steigenden oder weiterhin steigenden 200-Tage-Linie. Also das ist für mich schon hier ein ziemlich wichtiger Punkt. Auch hier technisch alles irgendwie nicht berauschend, weiter negativ. Ich bleibe bei der Aussage, ich habe es ja auch auf NTV nochmal gesagt. Ich rechne damit, mache das mal so ein bisschen hier drüber, dass wir irgendwo den Jahresanfang hier so bei 13,8 rum sehen. Irgendwann kommt das, Jahresperformance, die Überschrift ist dann sowas wie Jahresperformance hergegeben oder irgend sowas. Das kommt. Und ich glaube auch, das haben wir bis Mitte, Ende Oktober haben wir das. Jetzt ist es so, durch den Bruch von dieser 15.620, wird hier so ein bisschen was aufgelöst. Wir haben also auch sich öffnende Bänder. Noch nicht dramatisch, aber auffallend.
Das heißt, um hier eine Stabilisierung zu sehen, bräuchte ich erst hier oben einen Knick im oberen Band. Das kann noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Leute auf fallende Kurse spekuliert haben. Und da sind eine Menge Puts unterwegs und die freuen sich tendenziell eher. Ich glaube aber auch, dass die vor dem Hintergrund, dass wir hier so eine lange Seitwärtsphase haben, tendenziell eher geschlossen werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der DAX so eine Bewegung macht wie nochmal hoch zu 16.000. Dieses Hoch nicht überbietet, da waren wir bei diesen 16.000, wo war denn das? 16.209. Das aber nochmal hier so an die 20-Tage-Linie ranläuft, irgendwo so um die 16.000 rum, um dann wieder den Weg des Newtonschen Gesetzes der Börsenschwerkraft zu finden, Richtung 15.000. Erster Zwischenstopp ist dieses Gap hier. Ja, dann wird auch die Technik insgesamt ein bisschen tiefer sein. Aber kurzfristig rechne ich nicht damit, dass es nennenswert, also hier runter, weiter fällt, sondern vielleicht ein bisschen runter noch, aber nochmal den Kontakt zur 20-Tage-Linie aufnimmt, um dann wieder zu fallen. Ich kann es auch anders formulieren. Ich glaube, das, was uns bevorstehen wird jetzt mit steigenden Kursen, ist nichts anderes als eine Korrektur in einem sich bildenden Downtrend. So möchte ich es formulieren. Also die Dinger dann zu kaufen, ich mache es nicht. Ich warte dann eher, bis wir hier so 20-Tage-Linie sind, in der Nähe 10-20-Tage-Linie hier oben, um dann wieder Puts zu kaufen. Und das macht es mir eigentlich relativ einfach. Ich kann eine Basis suchen über 16.209. Ich habe komplett neue Scheine rausgesucht. Der eine ist ein Schein mit der Basis, also jetzt von den Calls her, von den Turbos 14.890. Da sind wir in etwa hier, wo diese, also ein bisschen unter dieser zweiten Linie. Das ist im Moment ein 21er Hebel. Dann habe ich eingenommen, der liegt noch unter der 20-Tage-Linie. 14.668. Der hat dann nur im Moment einen Hebel von 16. Bei den Puts habe ich einen durchaus aggressiven 16.302. Damit liegen wir hinter diesem letzten Verlaufshoch. Und einen mit 16.523, da sind wir hinter dem All-Time-High. Ich glaube nicht, ich sehe nicht, dass ich da weiter hochgehen muss. Ich hatte selbst 17.100 da, aber ich habe die Angewohnheit, wenn ich weiß, dass ich mehrere Tage nicht da bin, dann schließe ich tendenziell eher diese Position. Ich will nicht da, wo ich bin, sei das Ferien oder in diesem Fall diese Proklamation de Baccalauréat von meiner Tochter. Ich habe keine Lust, dann da mit dem Handy zu stehen und irgendwas rumzuhandeln. Da will ich mich darauf konzentrieren, was ich dann mache. Deswegen mache ich die zu. Deswegen, das war für mich insgesamt keine besonders tolle Woche. Ja, aber das ist es nie, wenn ich nicht da bin. ist halt so. Bleibt so. Achtet bitte auf Folgendes. Wir kommen wieder in die Berichtssaison. Da werden immer mal, bevor ihr irgendwie was macht und guckt, schaut mal, wann da berichtet wird. Das ist ganz wichtig, in diesen Kalender reinzuschauen. Das betrifft jetzt nicht nur den DAX, sondern auch den Nasdaq. Dazu noch ein Satz. Ich habe immer wieder erwähnt diesen Spruch, den Unterschied zwischen der Nasdaq und den DAX, die nichts miteinander zu tun haben. Für mich allerdings eine Bewertung ist, wie sich die Indizes international miteinander verhalten. Der Unterschied war, dass der DAX 3.800 Punkte über dem Nasdaq lag. Und das ist jetzt bei 569 Punkten und war schon unter 500. Wenn das Ding sich dreht, dass Nasdaq und DAX gleich sind, dann werde ich weit im Geld liegende Calls kaufen auf den DAX und weit im Geld liegende Puts auf den Nasdaq. Dann spiele ich das wieder, dass dieser Spread, diese Schere wieder auseinandergeht. Im Moment 569 Punkte. So, ich habe nichts weiter vor jetzt hier im Sommer, erst irgendwie im August. Das heißt, die Filme sollten recht regelmäßig kommen und ich versuche auch wieder mehr über Einzelwerte zu machen und da auch ein paar Scheine vorzustellen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.